Und damit moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kitty Powers Matchmaker. Das erste Spiel in einer Reihe von Dating-Simulationen, denn wir werden höchstwahrscheinlich auch irgendwann das zweite Spiel davon spielen, wenn ich es mir finanziell leisten kann, denn YouTube wirft nicht so viel Geld ab. Apropos Geld abwerfen, ihr könnt etwas für mich tun. Ihr könnt liken, ihr könnt favorisieren, ihr könnt das Video in eine Playlist hinzufügen, ihr könnt mich abonnieren und ihr könnt auch die Glocke drücken. Und wir spielen einfach mal weiter, denn wir haben immer noch ein Mädel zu verkuppeln mit einem anderen Mädel. Und das erste Date lief ja jetzt semi-optimal. Warum hat sie mich verlassen? Beziehungsweise warum hat sie mich abgelehnt? Ja, weil du Wine Away heißt, weil du den Wein wegsäufst. Ja gut, Cheesebuckle, nee, Car Salesperson, Carrier, Beautician? Ja, die hier, Cupcake Baker. Unsuitable. Ja, das heißt, wir nehmen einfach mal die da. Gucken wir mal, Tiny Handbag Dogs, Vitaminsupplements und Rugby spielt sie. Und sie steht auf braune Haare und braune Augen. Ja, schicken wir mal auf ein Date. Zack. Tja, gucken wir mal. Da dürfen wir jedes Restaurant auswählen. Nehmen wir das. Ja, wer hätte es gedacht, wieder in Route 69. Ja, dementsprechend gucken wir mal. Sie steht auf Dark Brown Hair. Dementsprechend einmal Hair Color. Dark Brown, confirm. Zack. So, schon besser. Dann einmal ab aufs Date. Und wenn die Interessen nicht exakt passen, reicht es, wenn ihre Typen zueinander passen. Hoffen wir mal. Oh, der Taxifahrer hat nicht aufgehört zu quatschen. Oh, das war vielleicht ich während des Ladebildschirms. Guten Abend. Könntest du Rosalie sein? Ja, das bin ich. Du musst Kimberly sein. Oh, es ist nett, dich zu treffen. Ja, du bist total pünktlich. Oh, ich kann es gar nicht abwarten. Oh, das ist ein netter Ort, oder? Ja, der Küchenchef hat schon Preise gewonnen, weißt du? Oh, ich liebe dein dunkles braunes Haar. Hoho, du bist so ein guter Lügner. Die Haare würden eine super Kissenfüllung abgeben. Guten Abend, sind Sie bereit zu bestellen? Oh ja, wenn es Sie nicht ausmacht, was möchtest du? Ich denke etwas Heißes mit Fisch. Also, ich möchte aber kein nichts hier, nichts Kuh, nichts von der Kuh. Ich mache Diät. Nee, das nicht. Chili Dog auch nicht. Jambalaya. Lobster Rolls? Gucken wir mal. Tender Piece of Lobster in a Hot Dog Bun. Okay. Dann nehmen wir das mal. Oh, das klingt lecker. Ja, das klingt es. Ziehen wir mal am Hebel. An meinem Hebel ziehen. Da dürfen Frauen auch mal. Gut, reden wir über den Beruf. Also, Rosalie, sag mal, was machst du denn so, um Geld zu scheffeln? Naja, ich bin Beautician. Oh, das klingt total geil. Ja, ich liebe meinen Job. So, und was machst du, Kimberly? Ich bin Kabarettsänger. Oh, das klingt fantastisch. Ja, das ist das, was ich am besten kann. Essen ist fertig. Später am Abend. Ziehen wir nochmal am Stab der Liebe. Ja. Bis etwas Gutes dabei herausspritzt kommt. Egal. Reden wir übers Make-up. Tja, was hältst du von meinem eleganten Make-up? Ich mag es sehr gern. Ja, danke. Das hat mich Stunden gekostet, diesen Look zu erreichen. Und was hältst du von meinem mysteriösen Make-up? I dislike it. Oh, ich liebe es. Lügen wir doch einfach mal. Komm schon. Nein. Weiter. Ja! Ja, du bist eine Vision von Lieblichkeit. Danke, ich fühle mich fantastisch. Ja, dein Make-up macht deine Schönheit aus. Oh, scheiße, ich fühle irgendwas rumort in meinem Magen. Oh, ich glaube, das Essen verabschiedet sich bald. Oh, ich muss es innehalten, solange ich kann. Ja, okay. Hier, drücken. Höher oder tiefer? Ich würde sagen tiefer.
Das war korrekt. Oh nein, das ist immer noch. Ich kann es immer noch kaum halten. Ich würde sagen, höher. Korrekt. Oh, der Druck lässt nach. Tiefer. Yes. Ah, ein Glück. Mein Magen hat sich beruhigt. Ich musste nicht riesig Furz ablassen mit Land dazu. Geht's dir gut? Ja, ich bin nur so glücklich, hier zu sein, dass ich mich kaum selbst beherrschen kann. Oh, das freut mich zu hören. Ja, das war spektakulär. Spektakuläres Glück. Noch später am Abend. Ziehen wir mal nochmal am Hebel. Schauen wir mal, was die Spiciness macht. Also, wenn du Fernsehen guckst, guckst du lieber ein nettes, seichtes Drama oder eine heiße Seifenoper? Gute Frage. Eine heiße Seifenoper? Und du? Naja, ich guck natürlich eine heiße Seifenoper. Ja, du bist eine richtig heißes Mädel. Ich liebe das. Indubitably, was auch immer das ist. Kannst du mir ein Taxi rufen? Mein Telefon ist schon wieder der Akku kaputt. Genauso wie von dem anderen Typen. Natürlich. Kellner, können Sie, haben Sie zufällig Nummer einer Taxifirma? Natürlich habe ich das. Sind Sie fertig? Die Nummer ist 741-459. 741-459. Ja! Ja, richtig. Wir haben noch 78% Akku. Das ist die richtige. Danke, dass Sie so nett sind. Oh, danke, das ist wirklich sehr nett von dir. Na, natürlich, das war mir doch eine Ehre. Oh, ich glaube, es ist Zeit. Ja, die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat. Ja, dann gehen wir mal raus zum Taxi. Die Katze da ist nicht mehr da. Ich glaube, sie ist total geil. Und ich glaube, wir fragen doch mal. Möchtest du mit mir ausgehen? Ja, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Oh, geil, wie romantisch. Oh ja. Den Twitter-Vogel können wir leider nicht abschießen. Sie sind ein Paar geworden. Ich würde sagen, das ist ja total super. Dann können wir noch einen Klienten annehmen. Ja, Tipps, Vieh, Avatar-Bonus. Und wir kriegen 80 Punkte. Und ich bin Mopper-Apper. Ich bin der, den Mob schwingen. Juhu. Nein, exportieren wir nicht. Sorry. Aber solange ich... Was? Thomas was alone till he came to see me. Moment. Thomas was alone? You're doing well. You leveled up again. Let's upgrade the agency. Ja. Noch ein Upgrade. Thomas was alone ist nämlich ein Spiel, was ich eigentlich auch mal spielen sollte oder wollte. Oh. Oh. Plopp. Wir haben eine zweite Etage. Das heißt, wir können ein weiteres Personality Trait unlocken. Spiciness haben wir ja schon. Tradition, Organisation, Activity, Social... Gehen wir mal Organisation, was auch immer das ist. I'd definitely like to know if my date was a control freak or carefree. Ah. Quasi wie man sich im Leben organisiert. Gucken wir mal im Shop, Blackbook, könnten wir eine weitere Seite anlocken. Und im Salon, ja. Make-up Artist, Gift Shop. Ja, Restaurants können wir uns auch keins leisten. Wir haben zu wenig Cash. Das heißt, wir nehmen einfach mal einen weiteren Klienten an. Ja, genau. Hoffentlich, was? Das Spiel macht gerade Punkte auf die I's. So, gucken wir mal unsere nächsten Kandidaten. Wer ist sie denn? Hallo, ich bin Winifred. Ich bin, was? Roofer? Ich bin Dachgepäckträger und suche nach einem Mann. Ja, dann nehmen wir die halt mal. So, gucken wir mal. Winifred Hanwood. Ich bin ein Roofer, was auch immer das ist, und ich suche nach einem Typen. Mich interessieren animierte GIFs, Tanzcrews und ich gucke gern Rugby. Und ich liebe grüne Augen und dunkelbraunes Haar. Ich bin, ich bin carefree, also ich bin, ja, ich bin frei und spicy. Kannst du mir helfen, meinen Seelenverwandten zu finden? Glam-Type, aren't they? Yep, sie sind der Glam. Sie ist der Glam-Type. Jesse Upston, Office Administrator. Caleb Haarhauser, Florist. Oder Lachlan Redney, Concierge. Maurizio Fandantuello, Chemist. Quinn Wibblesey. Was? Stiltwalker? Was? Also ein Stiltwalker. Vor allen Dingen, wir haben sie jetzt aktuell nach Herzchen sortiert. Boah, wir haben echt viel. Mal gucken. Office Administrator.
Mal sehen. Ah nein, das kostet mir zu viel. Mal sehen. Absorbing, drinking Champagne, luxuriöse Menschens? Achso, wahrscheinlich, weil er auf ihre Haarfarbe... Nein. Nee, sorry, der nicht. Florist. Er steht auf Autos, cheesy Popmusik und Online-Shopping. Florist. Und die Sachen sind geheim. Ja, gut. Was ist der dritte? What? Avin at large, nightclubbing, watching Fail-Videos. Hm, sie steht auf animierte GIFs. Aber sie hat weder Augen noch Haarfarbe. Das sind keine Bonuspunkte. Was mit dem? Der Chemistry, watching Fail-Videos, Comicbooks? Hm. Ja, er steht jetzt nicht auf er steht auf rote Haare. Und auf Hazel Eyes. Ups. Sie kann ich anpieksen, ihn nicht. Quinn Wibblesey. Crystal Healing, Action Movies und er sammelt Briefmarken. Okay. Ja. Gut. Hm. Ja, schicken wir sie mal mit ihm auf ein Date. Und schauen wir mal, wo es hingeht. Ich hoffe, es geht mal in einen Laden, wo wir bisher noch nicht waren. Nehmen wir den. Ja, doch, da. Was? Chateau d'Escargot. Wie exotisch. Da waren wir noch nicht. Dann würde ich mal sagen, er steht auf rothaarige. Nee, er steht auf schwarzhaarige. Das heißt, ändern wir mal. Nein. Push. Haarfarbe. Ändern wir mal auf schwarz. Zack. Jupp. Warum auch nicht. Und ab aufs Date mit ihm. Denn ich wollte in dieser Folge jetzt noch möglichst schnell ein Date durchziehen, bevor diese Folge auch zu Ende ist. Obwohl, es wird knapp. Ich glaube, wir geraten leicht in Überlänge. Oh, ich frage mich, was er wohl tragen wird. Huch, da hinten ist jemand nackig. Hallo, hallo, bist du Lachlan? Der ist voll der Lachlan. Ja, du musst Winifred sein, oder? Ja, spaßig, dich zu treffen. Du bist total pünktlich. Ja, ich mag es nicht, Leute warten zu lassen. Oh, das Restaurant ist total swanky. Nur das Beste für dich. Deine Haare haben eine nette Farbe von dunkelbraun. Ja, danke, es ist alles meins. Ja, vielleicht sollten wir uns ein Stück Klamotte draus nähen. Oh, und dein schwarzes Haar ist so aktuell angesagt. Danke, ich bin froh, dass du es magst. Ups. Guten Abend, darf ich Ihre Bestellung entgegennehmen? Ja, bitte. Was möchtest du? Etwas Heißes mit weißem Fleisch, der Fabuloso. Oh. At Coq au Vin? Ja, Coq au Vin. Zwei Portionen Coq au Vin, bitte. Eine wundervolle Auswahl. Oh, das klingt amazing. Ja, tut es. Ziehen wir mal am Hebel. Ah, jetzt haben wir nämlich auch Organisation zur Auswahl. Also, wenn du im Internet surfst, dann... Suchst du nur nach spezifischen Sachen? Oder surfst du einfach stundenlang einfach so vor dich hin? Hm, gute Frage. Ich glaube, ich surfe einfach so stundenlang vor mich hin. Und du? Oh ja, ich glaube, ich kann das stundenlang machen. Cool. Du gehst einfach mit dem Flow. Ja, großartige Gehirne denken gleich. Essen ist fertig. Später am Abend. Ziehen wir nochmal am Stab der Liebe. Plong, plong. Spiciness. Wenn du jemanden triffst, den du gut findest, würdest du ihm ein Kompliment machen? Oder etwas flirty, also etwas Heißes sagen? Hm, gute Frage. Ich würde ein Kompliment machen. Und du? Natürlich machen wir Kompliment. Wir lügen einfach. Schauen wir mal. Das kann ja nur schief gehen. Ah, wobei, diesmal könnten wir Glück haben. Ja, wir haben Glück. Wir haben Glück. Zack. Ja, ich mache natürlich ein Kompliment. Oh, das klingt so romantisch. Genau, exakt. Ich habe auch gar nicht gelogen. Oh, ich könnte mich regelrecht übergeben, um eine gute Geschichte zu erzählen. Hast du eine? Oh ja, natürlich. Das hier ist eine gute. Oh Gott, das werden ja mal mehr. Ein Vogel? Nein. Auto? Note? Nein. Ah! Mein erstes Auto war ein richtig altes Auto. Dann stellte sich heraus, dass es genau wie bei einer anderen Frau plötzlich ein total teurer Klassiker war,
den ich für einen Haufen Cash verkauft habe. Davon habe ich mir Make-up gekauft und Handtaschen und Klamotten. Geil, das klingt wie eine geile Geschichte. Hätte ich auch so gemacht. Ja, das war's auch. Noch später am Abend. Ziehen wir nochmal am Liebesstab. Klamotten und Gesichtsbehaarung. Was denkst du von meinem Outfit? Wow, es ist geil. Oh, du hast mich. Ich werd ganz verlegen. Und, wie findest du mein Outfit? Ja, es ist so. Augen. Ja, es fängt das Auge sozusagen. Oh, ich fühle mich wie eine Legende. Oh, schau, da kommt der fabulöse Koch. Guten Abend. Ich hoffe, alles ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, es war total lecker. Und, wie geht's? Erklären Sie, wie war's? Was denkst du? Oh Mann, was sage ich denn jetzt? Ja, schau gut zu. Satisfaction, Hint, Texture, Aftertaste, Overtone, Presentation. Es war lecker und zufriedenstellend. Es hatte etwa eine extravagante Opulenz. Es hatte eine luxuriöse Textur. Oh nein, das war daneben. Was? Wie können Sie meine Kreation beleidigen? Ich habe genug davon. Oh nein, der Chef sieht total beleidigt aus, der Koch. Oh, das ging aber nicht gut. Ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Okay, es wird spät, würde ich sagen. Ja, gut. Katze haben wir erwischt. Ich mag ihn. Kann ich dich nochmal sehen? Oder sollen wir aufs Ganze gehen? Eventuell könnte er uns dumpen. Nein, gut, wir hauen raus. Hier. Na, wie wär's? Ab ins Bett? Ja, ich bin total in dich verliebt. Wuhu, das ist das beste Gefühl. Immer. Ja, gut, Finger und Füße und alles gekreuzt. Knutsch. Ja, sie sind ein Paar geworden. Yeah, das haben wir doch in der Überzeit dieser Folge noch super hingebekommen. Ja, dafür kriegen wir 120 Cash. Und 80 Punkte. Kein Level Up. Oh, nochmal 12 Punkte. Wir könnten dieses Paar exportieren, wenn wir das andere Spiel besitzen würden. Tja, warum sind Frauen in RPGs immer, warum tragen die immer Kettenhemden-Bikinis? Wird denen nicht kalt? Und wir haben Post von Charlie Hempsohle. Oh oh. Oh nein, leider haben Callum und ich entschieden, uns zu trennen. Aber zumindest war es eine freundliche Trennung. Es gibt ein paar Sachen, die ich über Callum mochte. Meistens, dass er auf Low Carb stand, aber dass er sich unnatürlich hingezogen fühlt zu dicken Lastwagen, war ein Schritt zu viel. Was? Ich habe sehr viel gelogen, aber ich habe ihm nur das gesagt, was er hören wollte. Ich wusste nicht, wie ich ihn sonst beeindrucken konnte. Oh, naja, egal. Gezeichnet Charlie. Oh. Mist. Hätten wir die mal exportiert, dann hätten wir was anderes erfahren. Gut, ich würde sagen, damit würde ich sagen, wir machen für diese Folge erstmal Schluss. Ich werde jetzt noch eine einzige Folge aufnehmen, dann mache ich eine Aufnahmepause. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge morgen. Ihr wisst schon, was zu tun ist. Favorisieren, abonnieren, liken und kommentieren. Und wenn ihr abonniert, dann drückt die Glocke. Ich sage tschüss.